Hallo Bernhard, ich habe heute den Bernhard und er erzählt uns über Brandbuilding. Der ist der bekannteste Speaker im Bereich Brandbuilding. Der hat das ja früher für Versicherungsunternehmen gemacht. Erzähl mal Bernhard, was hast du überhaupt gemacht früher und wieso machst du von heute auf morgen Amazon? Du glaubst, dass man Geld mit Amazon verdient? Stimmt das? Es soll funktionieren, ja. Also du lebst noch davon. Also du ich lebe von Amazon, ja. Absolut. Ich hatte 17 Jahre lang eine Agentur, zum Schluss mit 60 Mitarbeitern und die haben wir Ende 2014 verkauft. Das waren dann 4 Gesellschafter zum Schluss. Und ich habe immer Brands für andere Marken aufgebaut. Also Versicherung ist jetzt ein Teil, aber für Chivo, Vodafone, BMW, Deutsche Bank, ich weiß nicht, also unglaublich viele Marken, für die wir Teilbrands oder ganze Brands aufgebaut haben. Okay. Und irgendwann dachte ich mir, ja, dieses Wissen könnte ich ja mal nutzen, um meine eigenen Marken aufzubauen, so als Experiment. Ne? Cool. So, kann man das überhaupt im Kleinen, was man im Großen gemacht hat? Ne? Okay. Und so bin ich drauf gekommen, dass ich vielleicht mal eigene Marken aufbaue. Und es war dann aber wirklich zufällig, dass ich dann damals auf ein amerikanisches Tutorial gestoßen bin, 2014, schon parallel zu Endzeiten der Agentur, wie man auf Amazon ein Private Label verkauft. Ne? Und so hat eins das andere ergeben und irgendwann habe ich dann angefangen, ein eigenes Private Label zu machen und das dann aber wirklich ernst genommen und die Brands so aufgebaut, wie ich damals für meine Kunden eigentlich Brands aufgebaut habe. Geil. Ja, und so kam das zustande. Okay, so Thema Private Labeling, wir kennen das, wir sind heute auf einer Konferenz und das ist eine Tasse, da könnte Butrus.de stehen, könnte auch jetzt Steinbock oder wie auch immer eine andere Marke stehen. Wie kann ich überhaupt erfolgreich im Private Labeling deiner Meinung nach, oder wie könnte ich das Thema Brandbuilding angehen? Ist das die Verpackung oder das Gesamtpaket? Was würdest du sagen? Was sind die wichtigsten Punkte? Genau, da müssen wir jetzt vielleicht die Begriffe erstmal auseinander dividieren. Ja, genau. Was ist ein Private Label? Ein Private Label ist, ich habe ein Produkt und da packe ich ein Label drauf, mache nichts anderes. Das heißt, das Produkt selber verändere ich eigentlich gar nicht, sondern ich mache nur das Label drauf. Verpackung und sowas ist dann Branding. Ja, das heißt, ich mache ein Branding um die Verpackung, ich male es mit meinen Farben an und solchen Sachen. Brand Building hingegen ist dann wirklich ein Markenaufbau. Das heißt, das Branding ist natürlich die Basis. Klar, ich brauche ein Produkt, was natürlich ein gutes Branding hat. Ne? Aber das ist, ich sag mal, mittlerweile, früher hat es gereicht zu 100%, mittlerweile reden wir, oder ich denke mal, es macht ungefähr 30% des ganzen Erfolgs, macht das Branding des Produkts aus. Absolut. 70% macht das aus, was du dann damit machst. Und da reden wir dann davon, du hast es jetzt, wir haben gerade uns unterhalten, Funnel-Systeme, solche Sachen. Das heißt, du musst wirklich schauen, dass du die Leute in deine eigene Welt, in deine Markenwelt reinholst, dass du nicht nur einen Point of Sale hast, der heißt Amazon, das heißt, die Leute suchen auf Amazon was, sehen das Produkt, kaufen es, fertig, sondern die Leute reinholen in die Markenwelt, zu sagen, okay, du hast jetzt entweder, es gibt zwei Fälle, entweder der kennt deine Brand noch nicht, du holst ihn dir auf Google, auf Facebook oder sonst wo, ziehst ihn rein mit Content, mit irgendwelchen Touchpoints, bis er dann irgendwann das Produkt kauft, weil er sagt, oh, die sind gut, die haben mir gute Tipps gegeben, ich kaufe jetzt das Produkt auch dazu. Genau. Oder er hat das Produkt bereits gekauft und dann sagst du, so, jetzt hast du das Produkt gekauft und jetzt willst du vielleicht noch weiteren Content dazu haben oder reinkommen in meine Markenwelt. Ich habe da noch ganz tolle Sachen für dich, weil du hast jetzt dieses Produkt gekauft und du willst ein gewisses Ziel damit erreichen. Das heißt, du kannst aber noch ganz, ganz viel darum erreichen. So, und das sind aber die besten Fans. Die haben schon ein Produkt von dir in der Hand, sagen, hey, genau, wie machen wir das praktisch? Tust du da Flyer dazulegen mit QR-Code oder wie? Du hast ja Erfahrungen gemacht, bevor jetzt die Leute hier 1000 Sachen ausprobieren. Ja. Machst du da Flyer oder Anleitung und da tust du deine Daten, um diese E-Mail-Adressen zu sammeln oder wie machst du das? Weil an die Amazon-Adressen kommt man ja so an die sind ja verziffert quasi, du kriegst ja die E-Mail-Adresse von den Kunden nicht, da steht Amazon, die kriegst du nicht genau und um an diese E-Mail-Adresse dran zu kommen, müsstest du was tun. Was machst du? Ja. Würdest du das uns beraten? Ja klar, das ist auch nicht so schwierig. Das heißt, du hast verschiedene Touchpoints mit dem Kunden, das ist das Listing und das ist das Produkt. Und das ist natürlich die Verpackung und alles, was drin ist. Ne? So. Um es gleich vorweg zu sagen, was ich auf gar keinen Fall mache, ich mail nichts über das Amazon-Mail-System raus. Also das Amazon-Mail-System, don't touch it, schick eine Rechnung und das war's. Mehr machst du nicht. Das heißt, was ich mache, ist, ich schaue, dass derjenige so aufgeladen wird mit dem Produkt, dass er sagt, boah, ist das geil, jetzt will ich mehr erfahren. So, und wenn du da natürlich den richtigen Beileger hast oder im Listing das Richtige stehen hast, das reicht allein schon manchmal im Listing, dann sagen die Leute, boah, das ist cool, das schaue ich mir mal an, da schaue ich doch mal ins Internet und die kommen dann ganz freiwillig.
Und die, es können 5% sein, 10%, ich habe Produkte, da sind es über 50%, die zurückkommen und sagen, wie verwende ich das denn jetzt? Das sind natürlich extreme Nischen. Und das sind die besten Fans. Weil derjenige, der das Produkt kauft und sagt, boah, das ist ja so cool, über das will ich jetzt ein bisschen mehr erfahren und jetzt haben die netten Beileger hier und jetzt schaue ich mal rein, das ist doch der, der am ehesten das zweite und dritte Produkt von dir kauft. Und, okay. und der, den du nur übertölpelst und über das Amazon-Mail-System irgendwie da einen Rabattcode zukommen lässt, naja, das ist jetzt nicht gerade der größte Markenfan von dir, aber der, der freiwillig zurückkommt und sagt, ich schaue jetzt auf die Website und trage mich sogar mit meiner E-Mail-Adresse ein, das ist ein richtiger Fan und den willst du haben. Da geht es nicht um Quantität, da geht es um die Qualität dieser Kontakte. Super. Und es reicht übrigens schon, wenn du sagst, nicht jeder, jetzt haben die Leute ihre Produkte auf Lager. Hast ja 10.000 Produkte auf Lager, jetzt kannst du nicht dahergehen und sagen, ich remissioniere die alle und pack da über ein Label rein. Ne? Nee, so, ja. Wie fängst du überhaupt an? Der Anfang ist, du änderst dein Listing. Es reicht schon, und das ist jetzt so ein kleiner Tipp, zu sagen, ja, unser Label ist übrigens bekannt dafür, dass wir ... gemacht haben. Oder wie bekannt aus diversen Videos im Internet haben wir bereits eine Anleitung, wie man ... machen. Ich will jetzt keine konkreten Beispiele, weil dann ist es wieder so eindimensional. Ja. Und dann suchen die Leute. Geil. Dann suchen die Leute und sagen, boah, das Produkt, was, die sind bekannt dadurch, dass die das, genau. dann schaue ich doch mal. Zum Beispiel auf YouTube etc. Und das sind diese Und dann kommen genau, die in gut. deine Markenwelt rein. Aha. Und dann geben sie eine E-Mail-Adresse ab, dann kaufen sie das Produkt, das können sie davor oder danach kaufen, das ist scheißegal. Und dann hast du sie. Okay. Und das ist Zielgruppenbesitz. Also wenn man das mal alles zusammenbringt, das ist der Zielgruppenbesitz, den du aufbauen musst. Nicht nur Abverkauf, 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 sondern Zielgruppenbesitz. Genau, das ist auch, was ich sage. Es macht mehr Sinn, zum Beispiel in einem Thema reinzugehen. Ja? Das heißt, es ist leichter, Produkte in einem Thema zu launchen. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, wir haben jetzt angenommen, wir wollen jetzt Tassen verkaufen. Wir gehen das Thema Tassen an. Könnten wir vielleicht für den Tee noch was machen, Teezubehör? Jetzt haben wir diese E-Mail-Adresse mal gesammelt. Du schickst bestimmt, du hast ja Funnel-System. Nutzt du, welche Tools nutzt du und wie oft sendest du solche Aktionen? Wie machst du das? Also ich nutze Active Campaign. Genau, sehr gut, nutze ich auch. Es gibt ganz viele andere. Clicktip in Deutschland, ja. Es gibt Infusionsoft, ClickFunnels, CleverReach, schieß mich tot. Ja. MailChimp nicht. MailChimp ist ein Newsletter-System, ja. aber Active Campaign zum Beispiel. So, und es ist völlig unterschiedlich. Also ich habe Produkte, da trägst du dich ein und du bekommst bis zu 6 Monaten lang E-Mails, völlig automatisiert, je nachdem, in welchem Stadium du gerade bist. Das sind hochkomplexe Produkte, mit denen du zum Beispiel Lightpainten kannst. Mhm. Ich habe andere Produkte, da ist es so ein Quick-Win, sozusagen, hey, du hast jetzt das eine Ding gekauft, 2, 3 E-Mails danach, dann ist der Funnel aber auch schon wieder vorbei. Mhm. Na, den will ich nicht nerven. Na, also ja. das sind die automatisierten E-Mails. Und dann gibt es natürlich on top immer die Newsletter, die du rausschickst zu bestimmten Aktionen, Black Friday oder was auch immer. Oder du hast ein neues Produkt im Programm, willst das launchen, solche Sachen. Dann machst du Newsletter. Na, also das ist was anderes, Newsletter genau. und Automated System. Stop. Ne? Jetzt Bernhard, du sagst Produkt launchen über Funnel. Das heißt, wir haben jetzt 100 E-Mail-Adressen, wir haben neues Produkt, was den Kunden 100% interessieren könnte. Ja. Du machst diese Strategie. Wie ist deine Erfahrung? Hast du da Conversion-Rate? Konntest du das messen? Kriegst du direkt Verkäufe auf deine neuen Artikel? Mit, ohne meine 0 bis 100 Strategie, sondern mit dem vollen Preis. Ja. Kriegst du das? Funktioniert das? Das ist ganz wichtig, was du jetzt gesagt hast. Genau. Voller Preis. Genau. Ich gebe nie Rabatte. Okay. Also das ist auch geile Strategie. Das ist jetzt voll gegen deine Strategie. Nein, ich weiß jetzt gar nicht, was du meinst. Deswegen, verschiedene Meinungen, verschiedene Sachen ist auch gut. Ich mache eher Masse, ja, ich bin bekannt für Masse. Ja. Aber wenn man wirklich in einem Gebiet reingeht und saubere Adressen sammelt und wirklich alles targetiert, dass man einfach in seinem Active-Campaign wirklich die Leute hat, die nur Tassen gekauft haben und nicht nur Haushalt, ja, das geht einfach nicht. Mhm. Und dann funktioniert das. Das heißt, du schickst E-Mails raus und das funktioniert. Also um mal in Zahlen zu reden, ich habe jetzt gerade Ende November einen Produktlaunch gemacht, das ist auch Teil meines Vortrags, den ich jetzt hier gleich halte. Ich habe auch ganz viele kostenloses Zeug im Internet dazu. Ich habe tatsächlich meine Klickrate auf die Mail, die ich zum Produktlaunch rausgeschickt habe, war 24%. Wow, also 24%. Wenn man da mal den Branchendurchschnitt sieht, der immer so je nach Branche, da bist du bei 2 bis 4%, keine Ahnung was. Ja. So,
24% haben Wahnsinn, geklickt. Wahnsinn, so, ja. Das heißt, da kann man sich ja ausrechnen, auch bei der schlechtesten Conversion Rate, die danach kommt, wie viele Produkte du verkaufst und wie dieses Produkt abgeht auf Amazon. Ja. Und jetzt behaupte ich, aber das ist jetzt wirklich was, wo keiner wirklich Bescheid weiß, wenn Amazon ein Produkt von vornherein, und zwar vom ersten Verkauf an, ohne Gutscheincodes, zum normalen Preis verkauft bekommt, dann findet Amazon und der Algorithmus das richtig gut. Genau. Und das Weil sind eigentlich die 6 ersten Wochen, ich nenne das immer Grundranking, das sage ich auch den Konzernen immer, die 6 ersten Wochen, da müssen Verkäufe stattfinden. Und diese Strategie ist wirklich der Hammer. Also ich bin auch Fan von deinen Strategien, bin auch übrigens Fan von Bernhard. Der ist der einzige Speaker im deutschen Raum, von dem ich lernen kann. Wirklich, ja. Das heißt, ja gut, der Rest findet ihr ja. Ansonsten, Bernhard, hast du noch irgendwas für die Mitglieder zu sagen? Glaubst du, dass man das noch schaffen kann oder ist das schwierig, das Ganze? Du meinst, wenn du jetzt neu einsteigst? Neu einsteigen. Ja, natürlich. Ja. Also wir werden, wenn wir dieses Video jetzt, ich sag mal in 10 Jahren anschauen, werden wir drüber lachen, dass wir jetzt philosophiert haben, über dieses noch einsteigen. Da werden wir dann einfach sagen, hey Wahnsinn, wir waren damals Pioniere vielleicht. Das Geile also ist noch, der Bernhard hat mir über ein Produkt erzählt. Ich will jetzt nicht erwähnen, was das ist. Ich habe dem gesagt, lass das sein. Ich habe es ja früher gemacht. Ich muss sagen, er hat das perfektionalisiert. Also der hat das perfekt gemacht, Anleitung etc. Und hat sogar 5 oder 6 Euro mehr verlangt im Verkaufspreis als ich vor Jahren. Das heißt, normalerweise muss der Preis von einem Produkt runtergehen. Er hat es geschafft, höher zu stuhlen, hat es funktioniert. Also ich kann Auto ja ganz stoppt. Kurz erzählen, was wir vorhin darüber geredet haben, ohne das Produkt. Es ist ja auch völlig egal, weil es mit jedem Produkt funktioniert. Die meisten, alle Verkäufer dieses Produkts sind direkt aus China. Richtig. Die sind bei einem Preis zwischen 17 und 18 Euro gewesen. Ich bin rein bei 16,99, weil ich dachte, ich darf jetzt nicht übertreiben. Okay, ich bin bei 16,99 rein. Ja. Was haben die Chinesen gemacht? Die haben mich gesehen. Jetzt kommt der mit 16,99, 15,99, 14,99. Die haben sich unterboten, dass ich auf einmal mit 16,99 nicht der billigste, sondern der teuerste war. Sag ich, danke, Freunde. Dann gehe ich rauf, wenn ihr runtergeht. Ne? Das heißt, ich bin rauf auf 18,99, auf 19,99. Okay. Die waren unten auf 14,99, ich war rauf auf 19,99. Und was besser ist passiert? Verkauft, glaube ich. Und ich habe besser verkauft als alle. Absolut. Und das sage ich immer. Es ist nicht nur der Preis, sondern die Positionierung, wie man das macht. Ja? Manchmal wirklich in Verpackung zu investieren, in Qualität zu investieren. Wirklich manchmal 50 Cent in die Hand nehmen, kann man teuer verkaufen. Ich habe auch in vielen Videos euch erklärt, wie meine Frau, die kauft eher teuer, die kauft nicht günstig ein. Ja? Ansonsten viel Spaß, gebt Gas, glaubt an euch, ihr schafft das. Bis dahin. Vielen Dank, Bernhard. Ciao.